Würdest du sagen, ich bin in Fortnite besser als du? In Fortnite? Ja. Nein. Und seitdem. Also, was soll ich sagen? Yo, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich habe jetzt schon sehr oft auf Trimax-Fails reagiert. Und jetzt ist es ja so, dass ich ja, sage ich mal, es gibt von mir keine gesamten Fail-Compilations. Wir mussten wirklich hart dafür suchen. Max, das hat folgenden Hintergrund. Ich bin ein extrem guter Spieler. Ich bin extrem guter Spieler in allen Games, das weißt du. Ja. Und ich musste extra Leo und Tobi dazu bewegen, jetzt hier noch auf Schnelle ein Fail-Video zusammenzuschneiden. Ja, das hat jetzt 11 Minuten Länge. Das ist nicht mal 1% von dem, was es von dir an Fails im Internet zu sehen gibt. Ja? Ja, das spricht schon mal für meine spielerischen Qualitäten. Aber Max, ich wollte dir trotzdem fairerweise im Gegenzug anbieten, dass wir uns heute mal meine Fails anschauen, weil ich ja sonst immer nur auf deine reagiere. Weißt du, was ich meine? Bin ich voll deshalb, bei dir. Es deshalb, ist ja auch einfach so, wenn man sau viel streamt, dann passieren halt mehr Fails. Wenn du nie live bist, dann gibt es auch keine Fails. Von dir. Bro, Moment, stopp. Wie kann ich nochmal sehen, wie viel ich diesen Monat gestreamt habe? Ja, komm, du streamst immer 6 Stunden lang. Nee, komm. So, dann möchte ich mal ganz kurz wissen, wie viel du diesen Monat schon gestreamt hast. 172 Stunden. Also ich habe jetzt 107 Stunden, ist auch nicht wenig. Es ist okay, ja. Es ist gut, es ist besser als vorher. Es ist viel mehr als früher. Früher warst du ja auf 60 Stunden genau, oder sowas. Genau, die ganze Spanne 60 Stunden Monate, man kennt sie. Leute, wir ziehen uns auf jeden Fall heute meine Fails rein und ja, Max, bist du bereit dafür, oder? Ich bin ready, lass knacken. Perfekt, dann let's go. Auf geht's mit einem ganz legendären Clip hier direkt am Anfang. Das ist doch scheiße! Kennst du es, Max? Ach. Ah, ich hab mir die Hand geschnitten mit dem Messer. Fuck. Alter. Max, 5 Millionen Views auf das. Ah, das wollte ich gerade sagen. Ich hab's doch nicht gesehen, das Video. Ich hab nur das Thumbnail gesehen. Mhm. Die Klicks da drunter und dachte mir, Alter, nicht schlecht. Das muss man erstmal machen. Ja. Oh mein Gott. Was ist los? Hey, was passiert? Was passiert, ist geil, oder? Ja, habe ich noch nie gesehen, ist der gut. Aber würdest du sowas für Klicks auch machen? Auf keinen Fall. Ist das denn was schlimm? Digga, meine Fingerkuppe hat kein Gefühl mehr. Echt? Bleibende Schäden. Okay. Pass auf. Eigentlich ist es wirklich easy, das hier alles. Ja? Also man muss ja hier auch gar nicht großartig, sag ich mal. So scheiße. Das war aber auch sauschlecht. Nein. Nee. Ich sag mal so, movementmäßig bin ich nicht der Beste, aber Aim und Bauen kann mir keiner was vormachen, oder Max? Same, kenn ich. Ja, ganz genau same. Aha, ja. 1, 2, 3! Guck mal, Alter. Das sind meine Streams, Max. Ja! Geile! Oder? Ja! Ist jetzt kein Fail, aber das sind halt meine Streams. Da verpasst man was, oder? Ja, sehr gut. Das ist Content. Also GTA RP ist halt mega geil, ne? Muss ja, ich wünsch mir, dass du da mal mitspielst, Alter. Da krieg ich voll Lust drauf, wenn ich das sehe. Oder? Guck mal, eine Party einfach mit 20 Leuten einfach rumschreien in-game. Ist doch geil. Ja, ist mega nice. Da fühlst du es nicht. Wie kann man das nicht fühlen? Guck mal, Max. Bootshaus, aber in GTA, weißt du? Ja! Ja, Doc. Digga. Keine Ahnung, was los ist. Hauptsache lachen. Baby. Achtung, Max. Oh mein. War stark, oder? War geil. Alter. Hab ich gut gespielt, ne? Ich fand das gut. Warst du gesehen, wie ich drauf war? Ja. Hättest du an der Stelle das getroffen? Sei mal jetzt ganz, ganz ehrlich zu mir. Ich hätte nicht getroffen, nein. Nein, ich bin auch ehrlich. Ja, siehst du mal. Was bist du für Rank in Valorant nochmal? Ich bin jetzt ganz frisch Bronze 3. Ich bin Silber 2. Let's go, Max. Let's go. Achtung, machen wir weiter direkt. Hm? Diese Sua rein. Ja! Hast du meine Reactions gesehen? Inhuman, oder? Also hast du gesehen, wie der den Turner schon ganz schön lange auf dich geschossen, muss ich sagen. Ja, Max, aber hättest du schneller reagiert? Ja. Nein. Ich bin dafür bekannt, für meine Turn-Ons. Nein, bist du nicht. Du bist bekannt für Content, genauso wie ich. Okay, war schon stark, war schon stark. Aber ich find's gut, wie du es danach fühlst auch. Mhm. Du bist nie sauer, ne? Du bist nie richtig sauer. Nein! Manchmal. Meine Mates. Autistenhund. Autistenhund, Digga, Autist! Warte mal. Achtung, Max. Jetzt wird's ganz wild. Alter, was ist das? Ich hab so einen dritten Sinn. Riechst du das? Mhm. Merkst du das? Ich riech jemanden. Ja. Guck mal. Siehst du, solche Sachen kommen bei mir in Fail-Compilations, weil es keine Fails von mir gibt. Weißt du? Stark. Ich finde das schon einen harten Fail. Deine Gestik. Okay, Achtung. Hast du es gesehen? Ist dir auch passiert, oder? Das ist klar, dass es passiert. Das gehört dazu. Würdest du sagen, ich bin in Fortnite besser als du? In Fortnite? Ja. Nein. Wir können gerne ein 1 gegen 1 machen. Ach, nee, komm mir doch nicht schon wieder, Max. Wir machen einmal im Jahr ein 1 gegen 1. Wir machen einmal im Jahr ein 1 gegen 1. Das ist doch seit 3 Jahren jetzt mittlerweile gefühlt. Also ehrlich, ist doch nur noch nervig, Junge. Meine Leertaste, Alter. Ich hab immer das Gefühl, ich springe einfach nicht. Das ist die Ausrede finde ich bei dir gut. Nee, es ist wirklich so. Guck mal. Das Problem. Achtung jetzt. Nein, schau mal hier. Bitte nicht.
Mann! Alter! Digga, Mann, das ist so unmöglich, Alter! Wer sitzt da? Das ist mein Alter. Was denkt der? Er tut doch so, als wäre nichts passiert! Das ist mein Alter, der hat Noise-Canceling-Kopfhörer, der Arme. Aber der, also der ist jetzt halt in einer langfristigen psychiatrischen Behandlung seitdem. Ja, also. Alter, Junge, ja. Du hast einfach auf den Greenscreen eingeschlagen. Das ist ja ganz neues Psycho-Level. Ja, 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 ja. Einfach mal spielen! Ja, früher war einfach wild, Max, was soll ich früher sagen, ne? Früher, jetzt ist das ja nicht her? Also Monat zwei, oder was? Nö, zwei Jahre, war noch UFO, war noch, jetzt ist es mittlerweile anders. Aber ich find's wirklich gut, wie gekonnt er das ignoriert. Das muss er doch hören, das merkt er auch. Mir gefällt auch der Greenscreen auch im Hintergrund, wie er einfach nur noch liegt. Nass, dass du bist, da, Kani. Das ist alles. Alter. Digga, du hast dich voll Geil, oder? Bäh, Junge, what the fuck, Alter. Junge. Geil, ne? Was ist mit dir? Mach dein Hund sowas auf? Darf man sowas auf Twitch zeigen? Warum? Kann ich ja nichts für, Digga. Ich dachte, das wäre normal Sabbel, aber es war. Also, was soll ich sagen? Es passiert, es kommt, wie es ja. kommen musste. Ne? Ja. Ja. Hat's auch an der Hand. Jetzt hast du es an den Händen, oder was? Ja. Digga, Guck, und das sind bei mir halt Fails, so lustige Fails. Ja, ja. Siehst du? Und wie lange macht ihr das dann? So 20, 30 Minuten am Stück. Chillig auf jeden Fall. Da würde ich super gerne mal mitmachen, genau ja? dabei. So, guck mal, letztendlich, Max, ich habe dich noch nie tanzen sehen. Es ist so cringe. Hat das bei Nein, du musst nach oben, du musst eher nach oben gucken. Guck nach oben. Warum machst du sowas, Alter? What the f***? Ich wollte das dieses, könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Wie heißt das? Oh my gosh, dieses, weißt du, wenn Frauen so Catgirl-mäßig so und dann so ihre Augen verdrehen, so schielen und dann die Zunge rausstrecken. Kennst du das nicht von so E-Girls? Nee. Welchen Zusammenhang? Ist das nicht Mode oder was? Nee, ich weiß es nicht. Ist so ganz, ganz seltsam. So, das machen die einfach in ihren Streams so. So diese, hier wo Badewasser, Belle Delphine verkauft. Kennst du das nicht? Da bin ich gar nicht drin in der Szene. Ja, ist auch besser. Ist auch besser. Reden wir nicht drüber. Ist egal. Habe ich auch versucht, jetzt gar nicht aufzuklären. Komm. Okay, jetzt guck mal hier. Der Teleport. Achtung. In die Ecke. Stark, Alter. Sauguter Teleport, Mann. Ja! Nein. Warum bist du da überhaupt sauer? Ja, weil der halt Timelack hat. Teleport. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Gut. Gameplay-mäßig war das schon okay. Komm, da siehst du, komm, ich sehe dich da auch, Max. Ja, Joella, juhu! Ja! Siehst du? Ist doch cool, oder? Ich weiß nicht, ob ich mich hier sehe. Ja, aber das ist auf jeden Fall interessant. Ja? So eine Subkultur, ne? Ich würde gerne mal jeden Einzelnen, der da gerade mitmacht, am PC sitzen sehen. Die tanzen und seine echte Reaction sehen. Oh, sch. Wichtig ist, dass man jetzt im Nachgang das ableckt. Kochen kann ich ja auch. Bin echt ein Allrounder-Talent. Also bitte mit deiner Zunge. Das hast du gekocht? Weil das Kuchen. Lecker ist und lecker Kuchen. Ist ja. Gut beim Kochen. Alter, das ist aber gut hinbekommen. Das würde ich nicht als Fail sehen. Nee, das war ein Win, oder? Das war auf jeden Fall ein Win. Wie und guck mal, ich sauf mir immer schön einen rein. Immer schön einen reintrinken. Ja, das ist gut. Tobi. Hol die Flinte auf den Schrank, wir jagen ein Wildschwein. Da macht man nichts. Kennst du ja. Darf man ja auch. Solange man nicht exzessiv trinkt auf Twitch, dann darf man das ja total. Ist ja nicht exzessiv. Ist ja nicht exzessiv. Ihr habt es ja total genossen. Okay. Nein, ist ja in Ordnung. Ne? Ich sehe auch gut aus mit der Lederhose. Ja, genau. Oder? Würdest du mich so deiner Mutter vorstellen? Wieso habt ihr mit Lederhose jetzt nicht unbedingt, aber wieso habt ihr Lederhosen gekocht und dabei getrunken? Ja, Käsespätzle halt, ne? Ah, genau, da muss man halt auch, ne? Ja. Ja, richtig, genau. Du weißt ja. Oh. Ja, stark. Meine Leertaste! Meine Leertaste! Die heißt nicht umsonst Leertaste. Ist die leer? Ey, Digga. War ein guter Witz, oder? Stark. Ja. Ja, es ist anders als bei dir, weißt du? Es ist mehr Entertainment. Ey, sag mal, du hast viel mehr Fails, aber ich glaube, da muss mehr recherchiert sein. Glaube ich nicht. Nein. Das ist bei dir. Safe. Also, du bist ja wirklich viel, viel verlorener und loster immer. Eigentlich. Durchgehend. Nein, meine Fails haben. Du bist. Gut. Das ist. Du bist so lost, Max. Du bist zu einem Meme geworden. Dieser Twitter-Clip, wo du durchs Nether-Portal läufst, bin drin. Ja? Das ist ein deutschlandweit bekanntes Meme. Du nein. bist in Meme-Compilation. Ich hab das nie wieder gesehen. Auf Twitter. Ja, Digga, dann bist du auch nicht in dieser Subkultur wieder drin. Du bist ja wieder. Ja, gut, stimmt auch wieder. Du machst ja sowas und vergisst es direkt wieder. Weißt du, was ich meine? Ja. Du musst das eigentlich viel mehr embracen. Du könntest der Meme-Lord von Deutschland sein, wenn du verstehen würdest, was du machst. Aber ich bin in den Memes nicht so drin und auch immer schreiben alle Leute irgendwelche Sachen in meinen Chat oder so und Emotes und Memes und so. Ich brauche da irgendwie jemand, der mich da ein bisschen auf dem Laufenden hält, wenn irgendwie ein neues Meme entsteht oder so, dass ich da informiert bin.
Ja, machen wir. Kriegen wir hin. Guck mal hier mit Jause, auch cool. Ne? So, da kann man doch nicht sagen, Max, dass das kein Content ist, den man enjoyt. Das ist, so läuft das jedes Mal? Nee, das war eine Partynacht an dem Abend. Achtung jetzt, okay. Dropper. Ja, aber wie soll ich da reinkommen, Digga? Jetzt ist krass. Da war ich sehr gut drin. Ja. Kennst du Dropper-Maps? Ja, ne? Ja, klar. Genau, komm. Auf allen Maps versagt. Nein, guck mal, Digga, es geht nicht. Guck mal, bin ich schlechter als du, würdest du sagen? Nee, ne? Ich sterbe immer. Jetzt sei mal ehrlich. Schlechter weiß ich nicht. Ich glaube, wir nehmen uns da nicht viel. Können wir uns wirklich einfach mal beide eingestehen, dass wir beide wirklich gleich in allen sind, was wir tun? Also, nur, dass du anders damit umgehst, dir passiert das einfach und du verstehst gar nicht, was passiert ist und ich reg mich einfach nur auf. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, ja, das ist der große Unterschied in unserer Person. Ja. Ich glaube, ich habe bestimmt durch meine YouTube-Karriere 20 Jahre weniger Lebenszeit. Das reicht nicht, Mann! Das kann nicht du gesund sein, Alter, was sich da für Stress aussetzt. Ich habe die paar Mal gemacht und bin ausgerastet und dann war's das. Das ist aber auch richtig schlecht. Bastard! Da habe ich nicht gesehen. Ich wollte den Monte-Parcours machen. 5000 wollte ich mitnehmen. Ja. Habe ich nicht geschafft, ne? Ist klar. Ach, geil. Du Bastard! Fledermäus hat das, glaube ich, geholt, ne? Ich weiß es nicht, Mann. Jetzt wird's richtig krass, okay? Jetzt wart auf ein krasses Play, okay? Okay. Guck mal, die Smoke. Hallo, auf den Boden. Kuchen TV. Ja. Damit man da gar nichts mehr von hat. Schön, dass du dabei bist, ja. Okay. Und das war's. Das war der Fail. Weil die Smoke halt im Boden war. Das war, glaube ich, der Fail. Ja. Geiler es gibt Fail, halt, Mann. Es gibt halt nicht mehr Fails von mir, weißt du? Ich bin halt so krass. 100 Pro. Pro. Ja. Nein. Ja. Was, wenn du das so okay, zwei Stunden lang machst? Schreist du dann zwei Stunden lang? Ja. kann ich offen sagen. Kann ich Das ist der eigentliche Fail dabei, aber es ist gut. Solid. Meinst du, der Fail an sich ist gar nicht mein Gameplay, sondern ich als Mensch? Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja, Digga, komm, ey. Guck mal, ich baue auch nicht. Das ist doch nicht wahr! Das ist halt wichtig, ich weißt du? Wie kam halt diese Kombination aus auf dem Level, auf dem du spielst, plus wie krass du dich aufregst, wenn du stirbst, ist halt komplett unbegründet. Also du spielst die Scheiße, aber regst dich mega auf, wenn du stirbst. Das hat gerade ein bisschen weh, aber es ist leider doch, war doch ziemlich real. Mhm. No, mein Gott! Ich hab meine Fortnite-Flasche kaputt gemacht. Hey, du haust ja. Oh, die hab ich auch, aber bei mir ist sie noch heil. Ja, bei mir hat die jetzt eine Delle. Oh Mann! Ich hasse dieses. Mann. Was mache ich jetzt schon wieder? Ich bin einfach weggelaufen. Das ist doch nicht wahr, Mann. Ich hab schon 5 Mal kaputt. Manche, ich bin auch danach immer traurig, wenn ich was richtig Schönes kaputt gemacht hab, ne? Das ist ja das Dumme. Dann reg ich mich noch mehr auf. Ja, ey, die Menschen. Du haust einfach alles auf den Tisch, Mann. Wie geil! Oh, was war das? Eine Maus. Oh. Oh, guck mal. Ja. Geil. 60 Euro die Maus, ne? Max. Trotzdem im Großen und Ganzen deutlich weniger Content, sag ich mal, im Fail im Gesamten als bei dir, ne? Dafür eine unfassbar größere Rage-Compilation. Das ist das Ding. Das muss man mal ganz klar sagen. Da musst du lange bei mir suchen. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie was zerhauen oder sowas. Das ist ja krass. Bist du noch nie so richtig wirklich ausgerastet? Manchmal mache ich so ganz leicht meine Hand auf den Tisch. So, sowas? Ja, genau, das ist schon Maximum. Das passiert schon sehr selten. Wie innerlich ausgeglichen bist du denn? Also ganz ehrlich, wenn man auf dem Level zockt wie wir, wenn ich so krass wäre wie, keine Ahnung, wie Aqua oder sowas, wie Fortnite spiele, ich würde die ganze Zeit ausrasten, wenn ich von einem L2 weggelasert werde. Ja. Komplett. Ja. Aber auf dem Level, wo wir spielen, kann man doch gar nicht ausrasten. Das, Max? Damn. Leute, ich werde mir das mal zu Herzen nehmen. Vielleicht bin ich jetzt neu geboren. Max, vielen Dank für diese weisen Worte. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zahlreichen 1 gegen 1s, die wir noch offen haben. Arschgeile Nummer. Vielen Dank fürs Mitmachen, dass du dir Zeit genommen hast. Schaut auf jeden Fall gerne bei Trimax vorbei, Leute. Okay. Der hat ja auch einen komplett eigenen Fail-Kanal mittlerweile. Lost Moments, glaube ich. Ja, Da auf jeden Fall mal reinzappen und vorbeischauen. Das war's an der Stelle. Wir streamen beide auf Twitch. Checkt das auf jeden Fall aus. Und ich bin raus an der Stelle. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.